1000 Peitschenhiebe. Die verbotenen Texte des Bloggers Raif Badawi. Cyberterror. Hackerangriff auf TV5. Georg Elser. Der unbekannte Hitler-Attentäter im Kino. Herzlich willkommen bei der Kulturzeit. Der Blogger Raif Badawi ist der berühmteste Gefängnisinsasse Saudi-Arabiens und weltweit zu einem Symbol der Meinungsfreiheit geworden. In seinem Internetblog Die saudischen Liberalen reflektierte Badawi die Unterdrückung in einem theokratischen Staat und forderte Menschen- und Freiheitsrechte. Dafür wurde er zu 10 Jahren Gefängnis, einer hohen Geldstrafe und 1000 Peitschenhieben verurteilt. Dies hat weltweit zu Protesten geführt. Seine klugen, mitunter sogar witzig-ironischen Texte werfen ein Schlaglicht auf die Zustände in Saudi-Arabien und der Region. Dass Badawis Schicksal und seine Blogs nicht in Vergessenheit geraten sind, verdankt er dem mutigen Einsatz seiner Ehefrau Ensaf Haidar. Sie versucht bei Politikern und Medien Unterstützung für die Freilassung ihres Mannes zu erhalten und hat dafür gesorgt, dass Teile seines im Netz gelöschten Blogs als Buch veröffentlicht wurden. Herausgegeben vom Journalisten Konstantin Schreiber sind sie unter dem Titel 1000 Peitschenhiebe im Ullstein Verlag erschienen. Badawis Frau lebt inzwischen mit ihren 3 Kindern in Kanada im Exil. Wir haben sie befragt. Letztens ging ich auf die Toilette, während ich mir konzentriert die Hunderten von Kritzeleien auf den klebrigen Toilettenwänden unserer Sammelzelle durchlas, sprang mir ein Schriftzug ins Auge. Der Säkularismus ist die Lösung. Dass ich so etwas zu lesen bekam, bedeutet, dass es irgendwo hier in diesem Gefängnis zumindest eine Person geben muss, die das versteht, wofür ich gekämpft habe und weswegen man mich hier eingesperrt hat. Programmatisch sind die Sätze Raif Badawis vom 12. Februar dieses Jahres aus Jeddah, wo er in Haft sitzt. Sie stehen am Beginn des Buches 1000 Peitschenhiebe. Weil er sagte, was er denkt, erhielt er drakonische Strafen. Saudi-Arabien hat die Texte des Bloggers verboten, großteils zerstört. Jetzt sind rekonstruierte Schriften auf Deutsch zu lesen. Viele Menschen haben zwar von Raifs Geschichte gehört, aber sie kennen die Hintergründe nicht. Sie wissen, dass er ein politischer Gefangener ist, der für seine Gedanken und Ideen eingesperrt wurde. Aber eigentlich haben sie wenig Ahnung, was er geschrieben hat. Durch die Veröffentlichung der Texte werden sie erkennen, dass er nichts falsch gemacht hat und zu Unrecht bestraft wurde. Durch das Geschriebene lernt der Leser auch, seinen wahren Charakter zu verstehen. Die veröffentlichten Texte zeigen die Vielfalt seiner Gedanken. Badawi setzt sich mit dem arabischen Frühling auseinander, kommentiert den Nahostkonflikt, setzt sich für die Rechte der Frauen ein. Und er kritisiert, wie in Saudi-Arabien der Islam gelehrt und praktiziert wird. Den Islam macht er für die Verdummung der Menschen im Land verantwortlich. Und das sind Wörter und das ist eine Wortwahl. Da schreckt natürlich der Klerus im Land auf, weil die natürlich unmittelbar auch an der Macht im Land beteiligt sind, daran festhalten wollen, und solche Gedanken zu verbreiten. Dass man also praktisch Gehirnwäsche betreibt in der eigenen Bevölkerung, das ist für die Herrschaft, für die Macht dieses islamischen Klerus brandgefährlich. Und deswegen mussten die dagegen vorgehen, aus ihrer Sicht. Das religiöse Denken strebt danach, unser Leben bis in alle Einzelheiten hinein zu kontrollieren. Tag für Tag kämpft es für die Vergötzung und Überautorisierung salafistischer Interpretationen des Korantextes aus Überlieferungen, die aus einer Zeit vor Hunderten von Jahren stammen. Wegen seiner Islamkritik wurde er verurteilt. Die ersten 50 der 1000 Stockhiebe hat er im Januar erhalten, unter dem Jubel der Zusehenden. Eine Strafe, mit der Raif nicht gerechnet hatte. Die Themen seines Blogs haben weder die Religion beleidigt noch den Staat angegriffen. Es ist ein Menschenrecht, sich frei zu äußern. Und es ist bis heute Raifs Recht. Es handelte sich um einen Blog, der in erster Linie an Jugendliche gerichtet war. Er sah es als sein Recht an, diese Texte zu schreiben. Er dachte, das sei in Ordnung so. Seit 2012 sitzt Raif Badawi im Gefängnis.
Seine Kinder wachsen ohne ihren Vater auf. Seine Ehefrau Enzaf Haider ist mit ihnen nach Kanada geflohen. Nur wenige Minuten in der Woche darf sie mit ihrem Mann telefonieren. Dann fragt Raif Badawi vor allem, wie es den Kindern geht. Von seinem Leben in Haft erzählt er wenig. Sein Gesundheitszustand ist nicht gut, weder körperlich noch psychisch. Wir hoffen, dass die Situation in der nächsten Zeit besser wird und dass sich doch noch alles zum Guten wendet. Unterdrückung und die strenge Geschlechtertrennung in einem theokratischen Staat prangert Raif Badawi an. Mehr Freiheitsrechte fordert er. Ich hoffe, dass es eine Veränderung gibt und ich wünsche mir, dass dann Raif dazu beigetragen hat. Was wir hier in den arabischen bzw. islamischen Gesellschaften am dringendsten brauchen, ist die Würdigung der Individuen. Würdigung ihrer Freiheit und Respekt vor ihren Gedanken, sprich die Würdigung all dessen, was ein Gottesstaat als oberste Priorität bekämpft. Gedanken einer Aufklärung. Sie könnten ihn das Leben kosten. Der asymmetrische Krieg zwischen den verschiedenen Dschihadistengruppierungen und dem Westen erfährt gerade eine neue Verschärfung und ein neues Kriegsfeld. Islamistische Hacker haben heute Nacht den französischen Sender TV5 Monde lahmgelegt und dessen Webseite gekapert. Die Sendergruppe kämpfte noch bis weit in den heutigen Tag hinein damit, ihre eigenen Kanäle zurückzuerobern. Die Täter behaupten, sie gehörten zur Terrormiliz Islamischer Staat. Dies sei eine Antwort auf die neuen französischen Antiterrorgesetze und die Hacker richteten einen Appell an den französischen Präsidenten Hollande, die französische Beteiligung an dem von Amerika geführten Militäreinsatz gegen den IS im Irak zu beenden. Der Kampf um Menschenrechte und Meinungsfreiheit, die Deutungshoheit über den Islam, wird mehr und mehr zur großen Herausforderung für die westlich-liberale Kultur und Politik. Ich habe vor der Sendung mit dem Politologen und Dokumentarfilmer Azim El-Difraoui gesprochen. Er gilt als einer der besten Kenner der Dschihadisten-Szene in Europa. Zuvor fasst Katrin Seibold die Neuentwicklung des Cyberterrors zusammen. Der Super-GAU eines Fernsehsenders. Schwarz. Kein Bild, kein Ton. Und der Internetauftritt voller Dschihadisten-Videos. Der Cyberwar in vollem Gange. Der Krieg des sogenannten Islamischen Staates wird spätestens seit gestern nicht mehr nur mit Bomben und Toten geführt, sondern auch mit kalter Perfektion im Netz. Piraterie in der virtuellen Welt. Gestern Nacht gegen 22 Uhr war das schockierende Realität. Der zweitgrößte Sender der Welt, TV5 Monde, ohnmächtig, lahmgelegt. Wir hatten festgestellt, dass nicht identifizierte Personen schon früher versucht hatten, in unsere Systeme einzudringen. Aber ohne, dass es ihnen gelungen ist. Das führt zu dem Schluss, dass das ein von langer Hand geplanter Angriff war. Tatsächlich, schon am frühen Abend, einige Stunden vor dem Angriff, prahlt der IS in einem Video ähnlich wie diesem. Eine Handvoll Kämpfer in Syrien lobt die sogenannten Medienritter dafür, dass sie den Cyber-Dschihad führen. Der Angriff auf Medien und Meinungsfreiheit begann in Paris im Januar, als Islamisten die Redaktion der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo stürmten und 12 Journalisten und Grafiker erschossen. Seitdem schlagen die Islamisten-Hacker ständig zu. Rund 25.000 Internetauftritte von Institutionen in Frankreich wurden lahmgelegt. Armeeregimenter zum Beispiel oder Gedenkstätten. Der Cyberkrieg hat eine neue Dimension angenommen. Hochglanzpropaganda, ausgefeilte Animationen. Die Hightech-Spezialisten des Dschihads schlagen den Westen mit seinen eigenen Waffen. Aus Paris ist uns der Politologe und Dokumentarfilmer Azim El-Difraoui zugeschaltet. Er gilt als exzellenter Kenner der europäischen Dschihadistenszene. Schönen guten Abend, Herr El-Difraoui. Ja, schönen guten Abend. Wie hat die französische Öffentlichkeit auf die erneuten Angriffe auf die Pressefreiheit reagiert?
Die französische Öffentlichkeit hat reagiert, das heißt, man zeigte sich bestürzt, aber vor allen Dingen haben die Politiker ganz, ganz schnell reagiert. Heute waren gleich drei Minister bei TV 5 Monde, um zu bekunden, dass die französische Regierung entschlossen handeln wird, dass sie aufklären wird und auch entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten wird. Warum ist gerade die französische Presse immer wieder Ziel von islamistischen Attacken? Ja, da stellt sich heute die große Frage, war wirklich Frankreich das Ziel oder hätten auch andere europäische Sender angegriffen werden können? Was natürlich TV 5 zu einem so wichtigen Ziel macht, ist, dass in Syrien, aber auch in dem ganzen Maghreb dieser Sender sehr viel geguckt wird, weil die Menschen dort halt französischsprachig sind. Und das gilt auch zum Beispiel für große Teile des subsaharen Afrikas. Und damit hat TV 5 natürlich eine große Angriffsfläche geboten, weil damit wurde nicht nur die westliche Öffentlichkeit darauf, auf diese Cyberattacke aufmerksam, sondern natürlich auch die Zuschauer dieser Sender in den arabischen Ländern und im subsaharen Afrika. Die Dschihadisten haben jetzt ihren Kampf auf die Cyberwelt ausgeweitet. Hat Sie das persönlich überrascht oder war das zu erwarten? Nein, seit 4, 5 Jahren. Mich persönlich hat das nicht überrascht. Viele andere Spezialisten, aber auch Mitglieder der europäischen Geheimdienste haben schon lange mit solch einer Attacke gerechnet, sind sich auch den Gefahren schon immer bewusst gewesen. Heute war das ja eine Attacke in diesem asymmetrischen Krieg. Das soll heißen, ein Krieg, der mit geringen Mitteln versucht, maximale Wirkung zu erzeugen. Heute war dieser Angriff ja vor allen Dingen symbolisch. Das heißt, es wurde verhindert, dass ein Sender senden konnte. Aber es wurde keine technische Infrastruktur angegriffen, die zum Beispiel Menschenleben gefährden würde. Man könnte sich ja vorstellen, dass der IS auch versucht, zum Beispiel Elektrizitätswerke anzugreifen, die Luftraumüberwachung. Und da sind die Geheimdienste natürlich schon seit Jahren sehr, sehr vorsichtig und warnen immer wieder davor. Und alle rechneten mit einer solchen Attacke früher oder später. Hat der Westen bisher das technische Know-how vom IS unterschätzt? Ja, ich glaube, so in der öffentlichen Wahrnehmung wird das unterschätzt, aber ich glaube auch, dass zum Beispiel den Geheimdiensten und den Militärs schon relativ klar ist, dass der IS um einiges Know-how verfügt. Man muss sich auch vorstellen, dass diese Attacke vielleicht gar nicht von Syrien oder dem Irak ausgegangen ist, sondern von irgendwelchen hochqualifizierten IS-Unterstützern irgendwo anders in der arabischen Welt, etwa zum Beispiel in den Medien- und Internetzentren Dubai oder Abu Dhabi oder vielleicht auch aus einem ganz anderen Land, wo hochqualifizierte Ingenieure, hochqualifizierte Techniker leider Sympathien für diesen pseudo-islamischen Staat haben. Muss man auch künftig in Deutschland mit solchen Angriffen rechnen? Der Islamische Staat hat ja offiziell ganz Europa, die ganze westliche Welt gewarnt vor Angriffen, gesagt, dass der Terror überall weiter geführt werden müsse, um halt, ich benutze mal ein dschihadistisches Wort, um halt Terror in den Herzen der Feinde zu schüren. Natürlich ist Deutschland auch ein Angriffsziel. Und wir müssen natürlich in ganz Europa, in der ganzen westlichen Welt, aber auch in arabischen Ländern weiterhin sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr Aufmerksamkeit sein, weil leider hat der IS schon viel zu oft seine Drohungen umgesetzt. Sie sagen, der IS knüpft mit seinen Terrorvideos an die westliche Kultur, Trash-Kultur der brutalen Videos und Filme an. Leisten wir gewissermaßen Vorschub der Brutalisierung in diesem Medienkrieg? Auf der einen Seite baut der IS auf einer Propagandamaschine und auf einer Propagandasymbolik auf, die Al-Qaida schon geschaffen hat. Da werden zunächst mal ganz viele islamische Symbole vereinnahmt, annektiert. Auf der anderen Seite, und das ist halt die neuere Tendenz, übernimmt der IS wirklich das Schlimmste, was der Westen selbst produziert haben. Das heißt, die schlimmsten, trashigsten Hollywood-Horror-Videos, die schlimmsten, brutalsten Videospiele werden in der Realität nachgestellt, neu inszeniert, um junge europäische Jugendliche, aber auch Araber, die dieser Ultrakultur der Gewalt ausgesetzt waren, in gewisser Weise anzuziehen. Menschen, die keinen Unterschied mehr wirklich machen können zwischen einer Cybergewalt und der realen Mordgewalt des IS.
Ganz kurz noch zum Schluss, wie sollte der Westen mit diesen Propagandavideos des IS umgehen? Er muss halt ständig aufklären. Man muss die Videos nicht nur in kleinen Schnipseln zeigen. Vielleicht sogar vermeiden, die zu zeigen. Aber wirklich erklären, was für Lügen darin verbreitet werden. Kontextualisieren. Wie hat der IS es geschafft, zum Beispiel islamische Symbolik, islamische Konzepte zu stehlen? Man muss sich diese Videos sehr, sehr genau betrachten, ohne das Schlimmste zu zeigen. Wir sehen zum Beispiel zumeist nur immer halb abgemilderte Propagandaschnipsel des totalen Horrors. Aber zum Beispiel in den Filmen gibt der IS ja auch politische Meinungen ab. Und die muss man widerlegen. Damit muss man sich wirklich profund auseinandersetzen. Man muss sich profund damit auseinandersetzen, dass der IS in diesen Videos auch islamische Konzepte völlig verfälscht. Herr De Frauy, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Ein Rapper-Duo aus Berlin hat die Herzen des Feuilletons im Sturm erobert. Sogar die gute alte Zeit sieht in ihnen das aktuell große Ding des Deutschraps. Zugezogen maskulin nennen sie sich und singen und rappen gegen alles, auch gegen die Rituale der eigenen Szene. Testo und Grimm 104, so die Künstlernamen der beiden, verbinden Kritik an sozialen Zuständen mit Sprachgewalt. Zugezogen, das heißt hier in den Wendejahren geboren, Jugend in Stralsund und im friesischen Zetel, also keine Migrantenkinder, sondern zugezogen nach Berlin. Dort in der Szene Fuß gefasst und als Teil von ihr gleich die Auseinandersetzung gesucht. Ironisch, aber mit Haltung. Der Zeitgeist der Zehnerjahre des Jahrtausends ist ihr Thema und Ziel ihrer gerappten Kritik. Aber hinter dem Gestus gegen alles ist eine Haltung spürbar, nicht nur die reine Negativität. Auch ihren Erfolg empfinden sie als zwiespältig, wie sie im Beitrag von Thorsten Ernst gleich hören werden. Aus dem Dickicht des Berliner Underground rappen sie unüberhörbar gegen den deutschen Status quo, zugezogen maskulin. Gerade erschienen und schon gefeiert, der erste offizielle Longplayer des Duos. Ohne falsche Rücksicht teilen sie aus. Es ist ja auch mal ganz schön, sich über alles auszukotzen. Falscher Pathos, Mittelstand, Selbstmitleid. Helvetica, Red Cup, Mac Miller bei. Mode, Drogen, Opfer, mit Luxusproblemen, Undercut, Tumblr-Blog, nichts zu erzählen. Die Themen sind vielfältig, aber meist geht es um Symptome der gleichen Krankheit. Der Zeitgeist hier im Moment ist auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, so sich selber sehr stark optimieren. Das ist zur Selbstausbeutung. Jeder gegen jeden und ja. Also du musst noch mehr leisten können, du musst, hey, selbst das Feiern gehen wird zur Arbeit. Genau, nicht nur in der Arbeitswelt musst du leisten und musst dich inszenieren und du musst herausstechen, sondern eben auch in der Freizeit, die muss perfekt geplant sein, die muss für Instagram perfekt inszenierbar sein. Die Devise angepasst und uniform. Alles unter dem Diktat der ökonomischen Effektivität. Bei manchen Sachen macht es ja auch Spaß, sich zu verausgaben, sich auszupowern und Leistungen zu erbringen. Aber da hat es dann einfach so eine wirtschaftliche Komponente noch. Und das begründet sich eben damit, dass eben alles, also oder ganz viel von außen danach strebt, möglichst viel Wert aus dir rauszubringen. Ja, und es ist ja auch so ein deutsches Selbstverständnis irgendwie. Ja, wir sind die, die immer viel leisten, die ordentlich arbeiten und die anderen sind alle faul. Das Duo besteht aus dem beim Sprechgesang immer etwas durchgeknallt wirkenden Grimm 104. Grimm 104, kein College-Dropout, der mich kleinkriegt. Ich reise in der Zeit und töte. Und aus dem brachial und kompromisslos rappenden Testo. Testo, ich will meinen nackten Arsch in den scheiß Schlagzeilen sehen. Fick dich, geh weiter, wird mal auf meinem Grabstein stehen. Wir haben doch grad erst angefangen. Gemeinsam sind sie ein kongeniales Paar. Harter und direkter Rap, der mit einem musikalischen Mix aus Trap, Elektro und Hip-Hop zur Geltung gebracht wird. Zugezogen maskulin geben nicht vor, über den Dingen zu stehen, auch wenn sie von einer scheinbar sicheren Warte aus beobachten und anprangern. Ihr seid keine Fans, wir sind eine Gang. Schon ihr Name ist Ambivalenz, Reminiszenz an ehemalige Berliner Rap-Crews und gleichzeitig Stinkefinger für die, die Realness nicht aus Haltung, sondern aus Herkunft ableiten.
In den Texten wird es noch deutlicher. Die Welt lässt sich nicht in einem Song erklären. Ich habe natürlich eine Ratlosigkeit. Also unsere Musik ist jetzt ja keine, es ist ja nicht die Musik des Antwort, also keine Antwortmusik. Hey, wir sind ZM und jetzt erklären wir euch die Welt, sondern hey, wir sind ZM und wir wissen es auch nicht besser. Hier sind die Fragen, die wir uns stellen. Mit kritischer Haltung und popkulturellen Referenzen sezieren sie die zentralen Themen der Gegenwart. Konsum, Nationalismus, Flüchtlinge oder Krieg. Endlich wieder Krieg, endlich wieder Krieg, endlich wieder, endlich wieder, endlich wieder Krieg. Und welch eine Überraschung. Spektrum und Haltung führen umgehend zu einer Verortung im linken Milieu. Bei unseren linken Fans überschneiden sich natürlich auch ganz viele Sachen, die ich jetzt privat vertrete und mit denen ich sympathisiere und unterstützenswert finde oder unterstütze. Auf der anderen Seite bin ich aber eben auch ein, klingt jetzt so scheiße, ein Künstler und ich mache Musik und ich will Kunst machen und keine Politik und keine keine Propaganda und kein Parolen-Rap. Das bundesdeutsche Feuilleton jubelt über die smarten Jungs mit dem harten Sound, aber zugezogen maskulin beharren auf Distanz. Also gerade dieses so runtergebrochen werden auf so dieses Hahaha, da sind die schlauen, coolen, klugen Rapper und das, da habt ihr es, ihr blöden Assi-Rapper, ihr Gangster-Rapper. Wir haben jetzt auch eine coole Rap-Crew, das will ich auf jeden Fall nicht sein. Ihre Kritik an gewissen Auswüchsen der Rap-Szene ist zwar ebenso deutlich wie bei anderen Themen. Rapper haben nur Homo und ihre pinken Tangas eingenäht, damit sie es nicht vergessen. Kann ja mal passieren. Doch es geht ihnen nicht um Abgrenzung. Grimm 104 und Testo verstehen schließlich mehr von Rap als ihre feuilletonistischen Kritiker. Also Rap ist ja tatsächlich so das Sprachrohr eben auch und vor allem für Leute eben aus von der Gesellschaft abgeschnittenen Schichten und Gesellschaftsteilen. Und gerade ja auch für so einen Dialog zwischen diesen Teilen und Teilen, die jetzt zum Beispiel das Feuilleton konsumieren, prädestiniert. Nur dass eben diese Leute aus diesem Feuilleton Gesellschaftsteilen nicht zuhören. Und statt mal hinzuhören und zu sehen, okay, da gibt es auch Leute, die haben diese Probleme und diese Ansichten. Wie kommt man da zusammen? Und das ist die entscheidende Frage. Denn Kritik innerhalb einer Gesellschaft funktioniert nur, wenn sie auch verstanden wird. Zugezogen maskulin machen dafür ein Angebot. Keiner tanzt wie Grigri. Und das trotz seines verkümmerten Beins. Tagsüber arbeitet er im Fotoatelier seines Stiefvaters. Dort verliebt er sich in die Prostituierte Mimi, die von einer Karriere als Model träumt. Alltag in der Republik Tschad. Es sind die kleinen Leute Afrikas, die viel tun, um irgendwie über die Runden zu kommen. Mit viel Energie und vielen Träumen. Davon möchte ich in meiner Geschichte erzählen. Als sein Stiefvater krank wird, heuert Grigri bei einem Schmugglerboss an. Der neue Job wird für ihn bald zum Tanz auf dem Vulkan. Grigris Glück ab heute in deutschen Kinos. Von der Feuerstelle zum heimischen Herd. Eine Ausstellung in Wien zeigt jetzt die Geschichte des wichtigsten Treffpunkts in jeder Wohnung, der Küche. Mit der Frankfurter Küche wurde sie in den 1920er Jahren zum Designobjekt. Funktionalität durfte von nun an gerne auch gut aussehen. Und nachdem dieser besondere Raum längst nicht mehr nur den weiblichen Ansprüchen genügen muss, ist inzwischen cooles Understatement rund um den Herd eingezogen. Küchenmöbel im Hofmobiliendepot in Wien noch bis 26. Juli. Tanz aus Taiwan. Das Cloud Gate Dance Theater. Menschliche Interaktion in der Choreografie der Sydney Dance Company.
Und die Tänzer des Göteborger Opernhauses verschlägt es nach Wasteland, einen beklemmend unwirklichen Ort. International gefeierte Tanzkompanien, einige zum ersten Mal in Europa, bei den 13. Movimentos-Festwochen Wolfsburg. Das waren die Kulturzeittipps von Yvonne Gögelein und Isabel Freilinger. Die Menschen begegnen großen Tragödien oder politischen Katastrophen auch immer wieder mit dem Gedankenspiel, was wäre gewesen, wenn? Was wäre, wenn Hitler den Weltkrieg gewonnen hätte? Ist ebenso ein Gedankenszenario wie, was wäre gewesen, wenn Georg Elsers Attentat gegen Hitler im Bürgerbräukeller am 9. November 1939 geglückt wäre? Wenn der Anschlag geglückt wäre, hätte er 60 Millionen Menschenleben gerettet. Der Zweite Weltkrieg hätte mit ziemlicher Sicherheit nicht stattgefunden, ebenso der Holocaust. Davon ist Regisseur Oliver Hirschbiegel überzeugt. Für ihn ein Grund, dem unbekannten Helden ein filmisches Denkmal zu setzen. Bereits 1989 widmete der Schauspieler und Regisseur Klaus-Maria Brandauer dem mutigen Einzelgänger Georg Elser eine filmische Hommage. Dennoch ist er noch immer vielen Menschen unbekannt. Heute, vor 70 Jahren, wurde Elser im KZ Dachau hingerichtet, nur wenige Tage vor dessen Befreiung durch die Alliierten. Jutta Luise Oechler stellt Ihnen Hirschbiegels Blick auf Georg Elser vor. Ein ganzes Jahr hat er darauf hingearbeitet. Jetzt ist die Bombe scharf. München, 8. November 1939. Wie jedes Jahr an diesem Tag hält Hitler im Bürgerbräukeller eine Rede. Er ahnt nicht, dass in dem Pfeiler hinter ihm die Zeitzünder ticken. Auf die Sekunde genau um 21.20 Uhr die Explosion. Verheerend, es gibt Tote und Verletzte. Doch den Diktator hat es nicht erwischt. Er hat den Saal 13 Minuten vorher viel früher als geplant verlassen. Weil sein Flugzeug wegen Nebels nicht starten kann, muss er den Zug erreichen. Nur 13 Minuten und Georg Elser hätte die Weltgeschichte verändert. Das Tragische am Fehlschlagen dieses Anschlages ist halt, dass er nicht nur Hitler, sondern quasi die gesamte erste Führungsriege der Nazis getötet hätte. Die hätten alleine ohne Hitler zumal nicht wirklich weitermachen können. So. Also ich denke, er hätte mit Sicherheit den Zweiten Weltkrieg verhindert. Wer ist dieser Mann, der früher als die meisten die Gefahr erkennt, der den Hitlergruß verweigert, der handelt, als fast alle anderen frenetisch jubeln, mitlaufen oder schweigen? Elsa wird auf der Flucht in die Schweiz verhaftet. Der Film bringt uns ihn und seine Motive nahe. Heil Hitler, Herr Elsa. Mahlzeit. In den Gestapo-Verhören bleibt Elsa standhaft. Erst tagelange schwerste Folter bringt ihn zum Reden. Er kommt von der Schwäbischen Alb, ist Kunstschreiner und baut auch Uhren. Ein hochbegabter Tüftler, dem viel an seiner Unabhängigkeit liegt. Ich habe das Gefühl, dass er eine sehr hohe emotionale Intelligenz hat. Er ist ein sehr freiheitsliebender Mensch gewesen, der den Tag aus dem Bauch heraus gelebt hat, der die Frauen geliebt hat, der die Musik liebt, der das Leben liebt. Und ich glaube, der sich irgendwann sehr eingeschränkt gefühlt hat in seiner Umgebung. Elsa registriert genau, wie sehr sich seine Heimat durch die Nazis verändert. Er hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und ihm ist klar, dass Hitlers Aufrüstung Krieg bedeutet. Irgendjemand muss den Wahnsinn noch aufhalten. Ja, irgendjemand, aber das müssen andere machen, das Ausland. Generäle. Man kann nicht warten, bis es so spät ist. Es muss sein. Ein volles Jahr plant und experimentiert Elsa. Präzise, kompromisslos. Warum bloß hat man ihn als Widerstandskämpfer so lange totgeschwiegen, ihn nicht in eine Reihe mit Stauffenberg und den Scholz gestellt? Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass das peinliche Betroffenheit ist. Dass der Einzige, der so früh wirklich aufsteht und wirklich klug und konsequent versucht,
diese Bewegung aufzuhalten, diesen Mann zu töten als Tyrannenmörder, dass der kommt aus einem ganz einfachen Zusammenhang und eben keinen akademischen Hintergrund hat, nicht Angehörige einer Elite ist, ist eine Peinlichkeit. Ein kleiner Handwerker wie Sie kann so eine Bombe unmöglich allein gebaut haben. Wer hat Ihnen die notwendigen Hilfsmittel beschafft? Erst als Georg Elser in der Haft seinen Sprengapparat noch einmal baut, glauben ihm seine Peiniger. Ich bin alleine der Täter. Hinter Männern gibt es keine. Richtig. Und Sie werden lachen. Niemand hätte mitgemacht. Elser ist das beste Beispiel dafür, dass man natürlich was tun konnte. Dass es wirklich an jedem Einzelnen im Zweifelsfalle liegt, aufzustehen und zu sagen, das darf so nicht sein, da muss etwas unternommen werden. Heimatfilm, Liebesgeschichte, Politthriller. Wenn der Film auch einige Schwächen hat, er zeigt eindringlich, wie es zu Elsers Tat kam. Die große Stärke, Christian Friedl. Er spielt ihn einfühlsam und bewegend. Jahrelang hält man Georg Elser in Isolationshaft gefangen. Häftling Elser! Nur wenige Tage vor der Befreiung wird der stille Held im KZ Dachau erschossen. Der Besuch der alten Dame heißt eine tragische Komödie von Friedrich Dürrnmatt. Unsere folgende Geschichte könnte den Titel tragen: Die Wut der alten Damen. Sie spielt ebenfalls in der Schweiz. Mittlerweile sind in der Schweiz auch idyllische Gegenden wie das ländliche Appenzellerland nicht mehr davor gefeit, zum Ballungsraum oder, wie man in der Schweiz sagt, zur Agglomeration zu werden. Das Dorf Teufen im Kanton Appenzell-Ausserrhoden vor den Toren der Stadt St. Gallen ist ein Beispiel dafür. Alte Handwerkstradition und denkmalgeschützte Baukultur müssen sich dort gegenüber dem Renditedenken der Investoren und dem Wachstumskredo der Gemeinde behaupten. Doch Teufen will keine anonyme Vorstadt werden, will seinen historischen Dorfkern vor urbanen Bausünden schützen. Im Dorf regt sich Widerstand, angeführt von einer energischen alten Dame, berichtet Miley Jen. Teufen, 6111 Einwohner, ist stolz auf seine Baukultur, auf seine alte Handwerkstradition, auf seine Geschichte. Doch Teufen ist auch ein Pendler vor Ort des nahen St. Gallen. Beinahe schon eine Schlafstadt, da und dort anonym und gesichtslos. Der Siedlungsbrei droht überzuschwappen in diese heile Welt, wenn sich da nicht jemand wehren würde. Im Mai 2014 wurden in einer Nacht- und Nebelaktion die Bäume im historischen Thürerpark gefällt, um Platz zu machen für eine neue Bebauung. Ein Schock für die alteingesessene Rosmarie Nürsch. Ich war natürlich entsetzt und habe gleich gedacht, hier läuft etwas schief. Noch ist unklar, was der Investor auf diesem Grundstück plant. Aber was auch immer hier entstehen soll, es ist Fingerspitzengefühl gefragt. Hier sollten keine massigen Bauten entstehen. Sie müssen in der Größe zu den bereits bestehenden Gebäuden passen. Und es wäre schön, wenn man nicht alles bis zum letzten Quadratmeter zubauen würde. Der Kampf für ein intaktes Ortsbild ist Rosmarie Nürschs Herzensangelegenheit. Nicht einmal ein Beinbruch kann die pensionierte Architektin bremsen. Sie ist mit ihren 86 Jahren immer noch eine Netzwerkerin. Pionierin ist sie schon. Erste Kantonsrätin in Appenzell-Ausserrhoden, erste Heimatschutzpräsidentin, Teufner Kulturpreisträgerin. Nach der Abholzung des Thürerparks gründete Nürsch ein Initiativkomitee mit dem Ziel, der Bevölkerung bei umstrittenen Bauvorhaben ein Mitspracherecht einzuräumen. Im Nu waren die nötigen Unterschriften beieinander. Besorgte Bürger wollen das Dorf vor dem Zugriff der Investoren bewahren. Ein brisantes Thema, gerade jetzt, wo eine Lockerung des Ortsbildschutzes droht. Mindestens Dorfkern, dem sieht man nach. Zumindest mit dem Dorfkern muss man sorgfältig umgehen. Mit dem neuen Baugesetz, das die Schutzzonen aufheben will, bin ich deshalb gar nicht einverstanden. Das passt mir einfach gar nicht. Schutz des Ortsbilds versus Rendite. In diesem Spagat übt sich die Gemeinde.
Teufen soll ja noch wachsen. Noch gibt es Baulandreserven. Auch der Thürerpark gehört dazu. Das ist unglücklich, die Abholzung. Die Abholzung war unglücklich, aber rechtens. Jetzt muss man schauen, wie man weiter vorgeht. Und natürlich sagen manche, das ist Bauzone und eine Bauzone ist zum Überbauen da. Bauen ja, aber wie? Ein Studienauftrag und ein Architekturwettbewerb sollen auf dem Parkgelände garantieren, dass qualitativ hochstehend gebaut wird. Wir haben auch schon gesehen, wenn ein guter auch wenn gute Architekten aus Basel oder sonst woher am Werk sind, haben die das Einfühlungsvermögen, das es in Teufen braucht? Um es zu vermisst haben. Ich tue das einmal vergleichen. Selbst wenn man ein großartiges Haus baut, wenn es nicht hineinpasst, bringt es nichts. Ich sage immer, es ist wie wenn man ein wunderschönes Gebiss hat. Das wird nämlich mit einem Goldzahn auch nicht schöner. Ein goldener Zahn ist eben nicht unbedingt schön, immer ein schöner Gebiss. Dieses Haus hat Rosemarie Nürsch vor 40 Jahren für die eigene Familie entworfen. Damals stand es noch alleine. Mittlerweile sieht es in ihrer Straße aus wie in einem beliebigen Ort im Schweizer Mittelland. Der tiefe Steuersatz zieht gut Betuchte an. Das kleine Teufen zählt 386 Millionäre. Aus Bauernhöfen und Stall werden aus Bauernhöfen werden Villen, aus dem Stall wird ein Schwimmbad und aus dem Misthaufen wird ein Parkplatz. Diese Bauten könnten überall stehen. Sie geben uns keine Antwort mehr auf unsere Landschaft und unsere Geschichte. Um die Bewahrung von Geschichte und Identität geht es im Zeughaus Teufen. Uli Vogt leitet das Grubenmann-Museum, das Rosemarie Nürsch einst gegründet und der Teufener Baumeisterdynastie Grubenmann gewidmet hat. Auch Vogt ist Architekt und er weiß genau, was Teufen an Rosemarie Nürsch hat. Sie ist eine anspruchsvolle und interessante Gesprächspartnerin, wenn es um Baukultur geht. Und wenn sie nichts sagt, ist sie einfach das Gewissen, das über allem wacht. Das ist nun das große Areal, das bebaut werden soll. Man sollte wirklich Acht geben, dass etwas Gutes hier entsteht. Etwas, das in die Umgebung passt. Schließlich befinden wir uns im Herzen unseres Dorfes. Im Herz unserem Dorf. Mehr zu Raif Badawi und anderen Themen unserer Sendung unter www.kulturzeit.de. Morgen berichten wir unter anderem über deutsche Rückkehrer aus dem IS-Kalifat. Ich freue mich sehr, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dann, adieu.